Ja, hi, Ingo hier. Und zwar heute in dem Video geht es darum, wir waren wieder in Bremen bei Black Plastic Records und haben dort mit dem Mitbesitzer Guido ein kleines Interview gemacht. Viel Spaß dabei. Hi, Ingo hier. Und heute sind wir wieder mal in Bremen und zwar bei Black Plastic Records. Wir haben hier den Mitarbeiter oder bist du der Mitarbeiter? Nö, wir sind ein Team. Okay. Genau. Das ist der Guido hier in dem Laden und der ist heute hier da. Und den wollen wir ein paar Fragen stellen zur aktuellen Situation, was Vinyl oder Schallplatten betrifft. Sehr gerne. Die erste Frage: Seit wann gibt es diesen Laden? Diesen Laden gibt es seit 2019. Es gab Okay. mal einen, es gibt noch eine andere Filiale in Dortmund. Ja. Die gibt es schon wesentlich länger. Das ist ein Okay. guter Freund von mir. Und wir hatten hier vorne hatten wir einen Plattenladen. Der ist quasi, na, der ist nicht pleite gegangen, aber der hat zugemacht. Ja. Und dann wussten wir Idioten nicht wohin und haben selber einen Laden aufgemacht. Ja, Und so ist super. das 2019 entstanden. Klasse. Genau. Das hört sich ja mal gut an. Ja. Von der Idee her Ja. toll, toll umgesetzt. Genau. Ja, denn die nächste Frage gibt, also Vorbesitzer gab es denn in dem Sinne jetzt nicht. Nee. Der hat ja nun dicht gemacht und Genau. hat das Wir dann sind ein ganz komplett sein. eigenständiger neuer Laden. Wir haben nichts Okay. übernommen. Hier war vorher ein mexikanisches Feinkostgeschäft drin. Okay. Genau. Das heißt, du sammelst auch selber Schallplatten. Das heißt, ich sammle mein ganzes Leben lang schon selber Schallplatten. Ja. Okay. Und das heißt, du pickst hier dir dann, wenn so Sammlungen verkauft werden, pickst du dir Platten raus und kaufst auch Neuware, Nein, das oder? geht alles an die Kunden. Entschuldige mal. Naja, das Ding ist ja. Das Schöne ist, wenn jemand reinkommt mit einer ganz, 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 ganz tollen Sammlung. Ja. Und da sind tatsächlich, Philipp, da sind tatsächlich, komm ruhig rein, da sind tatsächlich so Sachen dabei, die ich schon lange suche. Und es Ja. gibt, ich habe halt alles. Und ich Okay. hatte schon mal alles. Ah Und ich habe ja. Also. vieles. Und dann sind dann aber diese Highlights dabei. Und wo du Genau. denkst, ah, verdammt nochmal. Da musst du dich immer noch mit dem Team hier, und wir sind vier Leute, musst du dich Ja. immer noch prügeln. Und wer der Stärkste Ah ist, ja. der darf dann diese tolle Platte behalten. Okay. Oder wer der Erste ist und. Und nichts sagt. Genau. Aber sowas machen Okay. wir nicht. Das heißt aber, du kaufst auch Neuware, wenn Wie? jetzt irgendwas rauskommt im Geschäft so. Ja, wir kaufen Neuware, Nee, genau. für dich selber. Für dich persönlich. Selten. Ach so, nur überwiegend nur gebraucht. Also ich für mich persönlich. Für mich ist Neuware wenig interessant, es sei denn, es gibt wirklich mal eine Band, die ich sehr liebe, wo Okay. ich gerne alles haben möchte, dann will ich es mir kaufen. So wie die neue Rolling Stones. Ja, Ingo, genau, so wie die neue Ja. Rolling Die habe ich mir Stones. nicht Ich habe gekauft, sie mir auch nicht gekauft. weil sie Warum? mir erstens zu teuer ist Ja. und zweitens weiß ich nicht, ob mir da dieser ganze Hype, der um der Platte gemacht wird, mit der Vor-Vorankündigung schon, das finde ich immer ein bisschen übertrieben. Ja, aber weißt du was? Ohne ins Detail gehen zu wollen, ich finde das hier, Ah ja, das finde ich viel schlimmer. Ja, das Die stimmt. Stones leben wenigstens noch, Ja, weißt du? die Und sind alle. die haben noch Bock ins Studio zu gehen und die haben eine Ja. ganz okay Platte rausgebracht. Aber das hier, boah. Katastrophe, ne? Also da gehe ich lieber mit den Stones, aber ich habe mir die Platte auch nicht gekauft. Für mich sind eigentlich eher tatsächlich auch die Kleinen interessant. Ah ja, Ich okay. bin Singles-Liebhaber. Ah ja. Genau. Das heißt, du hast auch noch eine Wurlitzer Box Die oder? hätte ich gerne. Ach, die hättest du gerne. Na, Das ist ein Traum. heutzutage Aber leider gibt kriegst es du ja die. diese nachgemachten, kann man ja Ja. mittlerweile schon kaufen, ne? Ja, aber die sind ja nicht schön und das ist ja auch ein bisschen zu viel Plastik. Aber leider kannst du von so einem Business nicht leben hier. Das reicht nicht für eine Wurlitzer, Okay. leider. Ja. Und welche Richtung Musik so ist dein Gebiet so? Na, ich komme eher aus dem Punk und Ah ja. aus dem Okay. Independent-Bereich. Genau. Okay. Ja. Das ist aber auch ganz gut, weil Ja. dementsprechend decke ich den Bereich ganz gut ab. Und Ja. mein Kollege Marc, der ist Jazz-Liebhaber seit Jahrzehnten. Das heißt, wir haben eine ausgesprochene gute Okay. Jazz-Abteilung bei uns. Wunderbar. Genau. Ja, und was verkauft ihr mehr? Also ihr habt über zu 99% nur Platten, keine CDs jetzt. Ne, wir haben zu 100% Okay, Platten. gar Tatsächlich, keine wir haben keine CDs. einzige Ah CD. ja, Genau. okay. Bei uns ist nur interessant. Verkaufen wir mehr Neuware oder mehr Ah ja, Gebrauchware? und wie ist da die Tendenz? Die Tendenz ist, dass wir haben angefangen mit ziemlich viel Neuware und haben festgestellt, dass der Bereich Secondhand immer mehr gefragt ist. Und ja, da hören wir drauf und dementsprechend versuchen wir immer mehr auch Secondhand anzubieten und unsere Okay. Neuware eher zu reduzieren. Ja. Du sagtest es eben zu Recht, die Neuware, die ist auch einfach zu teuer. Manche Und die Platten, Industrie, boah. die hat Preise mittlerweile, wo Ja. du denkst, man muss da auch nicht mitmachen. Dementsprechend
Wir erfüllen alle Kundenwünsche. Mhm. Philipp ist einer unserer treuesten Besteller. Philipp hat noch nie in seinem ganzen Leben eine Second-Hand-Platte gekauft, okay, möchte ich meinen. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht, aber Philipp kauft sehr viel Neuware und ja, das bestellen wir ihm dann auch. Okay. Aber eher auf Zuruf. Das heißt, mhm, wir haben nicht das komplette Repertoire, mhm, hier. Sind aber im Bereich Second-Hand-Sektor gut aufgestellt. Und deine Kunden jetzt oder eure Kunden, jünger, älter oder ist es gemischt? Ach, das ist ganz schön. Also das von den Jüngeren, die definitiv da sind und die definitiv auch bleiben werden, die haben ja Vinyl auch für sich entdeckt. Genau. In Zeiten von Second-Hand-Shops, mhm, und so weiter. Die kaufen dann eine Lana Del Rey, eine ABBA, eine Arctic Monkeys, ich weiß nicht, sowas. Genau. Meine Tochter ist 14, die kauft uns die Taylor Swift Platten ab. Ja. Genauso wie die zwei Konzerte, die ihr noch besuchen werdet. Oder wie war das nochmal? Wir waren ja im August hier. Ach so, ja. Da hatten sie gerade an den, ja, diese hat, Tickets gekauft. Ja, das hat, ja, nee, Swift eben nicht. Wir haben es ja nicht geschafft. Ah, oh, nein. Wir haben keine Tickets bekommen. Ah. Unsere Tochter hat Tickets bekommen. Ach nee. Mit einem Bekannten fährt sie dahin. Ja, ja, ja. Echt, wahr? Ja, ja. Oh. Aber 300 Euro das Stück. Danke dir. Bitteschön. Ja, ich weiß. Und den Irrsinn habe ich nicht mitgemacht. Ja, ja. Nein. Das, ich habe jetzt gesehen, da wir ja gerade bei Konzerten sind, Bruce Springsteen, mhm, in Hannover. Was habe ich gesagt? 600 Euro eine Karte? Ja, ich weiß. Die dann noch auch zu haben sind. Ja, und dann, ja, geht das hoch bis über 1000. Also da, ja, hört es bei mir auf. Ja, aber der spielt auch 4 Stunden, weißt du? Der, ja, der liefert reell ab. Macht ja, mach ja sein, okay, aber ich verstehe, was du meinst. Das alles auf, ne? Also wir haben auf jeden Fall, haben wir wir haben 14-Jährige, die, mhm, ihr Taschengeld lassen, mhm, bis hin zu denen, die schon in die Jahre gekommen sind, die dann hier plötzlich so einen Stapel Platten hinlegen und sagen, scheiße, ich habe in den 90ern alles, ja, verkauft. Genau. Okay. Jetzt hole ich sie mir wieder. Ja, so bin ich auch gewesen. Ich habe dann, mhm, Platten verkauft, als die CD kam, ja, einen Teil, ja, von der Sammlung. Ja. Habe alles in CDs gekauft, ja, auch das Neue, was siehst ich habe. Und jetzt kaufe ich das, was ich in CDs, in Platten wieder alles nach. Genau. Deshalb das wundern die sich manchmal, wenn ich dann solche Platten, ja, kaufe, ja, ja, genau, weil ich davon die CDs habe. Genau. Aber das, ich will die Platte haben. Ja, ja. So. Ja. Genau das. So, ja, dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Ja. So dieser Schallplatten- und Vinyl-Hype, mhm, wie kriegt ihr das hier mit oder wie? Oh, das kriegen wir mit. Das kriegen wir insofern mit, als dass wir, wie gesagt, 2019 haben wir geöffnet. Mhm. Da war der Hype, glaube ich, wirklich auf dem Höhepunkt. Okay. Dann kam Corona. Ja. Und ohne Zahlen zu nennen, aber wir haben am Anfang haben wir uns gesagt, um wirtschaftlich zu bleiben, ja, brauchen wir pro Tag einen gewissen Betrag. Okay. Den Laden gibt es 4 Jahre. Ja. Wir waren noch nie, keinen einzigen Tag, selbst im Lockdown, ja, nicht, weil die Leute an die Scheibe geklopft haben. Mhm. Okay. Wir waren noch nie unter diesem Betrag. Aha. Das heißt, irgendwie ist das nach wie vor einfach ein Produkt, das unheimlich gefragt ist. Und super. Ich sehe, dass der Hype nicht ewig geht. Ich sehe, mhm, auch, dass die Blase platzen muss, wenn die Industrie weiter diese Preise. Und das ist ja diese Verknappung. Ja. Angeblich gibt nicht genug Presswerke. Warum werden denn keine Maschinen gebaut? Von alles andere wird hier auch alles nachgebaut. Ja, völlig richtig. Und die Verknappung ist ja auch ganz bewusst gemacht. Also in dem Augenblick, wo du Künstler hast, die eine kleine Auflage machen. Ja. Taylor Swift bringt eine Platte raus in 8 verschiedenen Versionen. Ja, die Stones-Platte gibt es, glaube ich, jetzt auch mittlerweile in 7 oder 8 Farben. Und das ist doch, wo du ganz klar, da musst du ja nicht kein heller Kopf sein, um zu wissen, dass das von der Industrie gemacht ist, um richtig, richtig abzusagen. Ja. Ja, und das machen wir nicht mit. Also da gehen wir nicht mit. Da sagen wir, okay, wir entscheiden uns vielleicht für 2 Varianten, aber wir machen jetzt nicht alle 8 hier, okay, zugänglich. Ja, das ist auch irgendwo, hört das auch auf. Wozu braucht man alle 8 Versionen? Das da ist überall die gleiche, ja, Musik, nein, drauf, nur weil die eine andere Farbe haben. Ja, das ist totaler Quatsch. Also ich finde es auch, das unmöglich. Auch so. Ja, das war hier das kleine Interview mit Guido, jo, bei Black Plastic Records. So, jetzt kommt mein Vergnügen und nach Plattenstöbern. Ja, ist vielen Dank. Danke, Ingo. Ich pack das hier, ich pack mal die.
Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Interview mit Guido gefallen von Black Plastic Records. Und vielen Dank nochmal an dich, Guido, dass du so spontan mitgemacht hast und auch so offen von dir und deinen Mitchefs, sag ich mal so, oder Besitzern geredet hast. Danke nochmals dafür von uns. Ja, natürlich habe ich auch Platten gefunden. Wir gehen ja nicht ohne, dass ich was mitnehme. Und zwar die erste Platte, die ich dort gefunden habe, und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, ist von von Savoy Brown. Und das Album heißt Street Corner Talking. Und zwar ist das so ein schönes Album hier, das ist von 1971, das ist das siebte Studioalbum von der Band. Und ja, Savoy Brown ist wahrscheinlich auch vielen bekannt. Das ist ja eine britische Bluesrockband, 1965 gegründet. Und ja, die Besetzung wechselte ja ständig in der Band. Das war auch so ein kleines Hin und Her dort, bis auf den Gründer, und zwar dem Kim Simmons, der die Band bis 2022 begleitet hat, als er dann unerwartet verstorben ist. Ja, und das ist auch das Ende von Savoy Brown eingeläutet hat. Und ja, drei der Mitglieder haben sich zu diesem Zeitpunkt, bevor das Album rauskam, von der Band abgesplittert. Die haben dann die, ja, ich möchte mal sagen, Blues, Jazz, Prog-Rock-Band Folkhard gegründet und waren sie auch sehr erfolgreich. Davon habe ich auch einige Alben. Ja, und der Simmons, der war denn alleine. Simmons, glaube ich. Oder Simmons, genau, da wird ja ein bisschen anders ausgesprochen. Und der war dann alleine und hat sich dann von der Band Chicken Chuck, von der ehemaligen Band, ein paar Mitglieder gesucht. Und die fing dann an, dieses Album zu machen. Und für mich ist das eigentlich ein ganz, ganz tolles Bluesrock-Album. Also das ist wirklich klassischer Bluesrock. Wie er im Buche steht, möchte ich mal sagen. Also nicht so viel Gitarre, so extrem gitarrenlastig jetzt die Solis. Ganz, ganz ruhige Musik, also wirklich toll gemacht. Also das ist wirklich klasse. Und hier den Anspieltipp von diesem Album möchte ich mal sagen. Das ist der Titel Tell Mama. Und wie gesagt, da muss man mal, wenn man so eine Musik mag, reinhören. Das ist wirklich extrem gut gemacht. Und hier kommt dann als Gatefold. Hier kann man die Band nochmal sehen. Klasse hier. Die einzelnen Mitglieder zu der Zeit, die neuen Mitglieder vor allen Dingen. Ja, wirklich gut gemachtes Album. Kommt hier bei Decca raus. Decca Records. Ganz normal auf schwarzen Vinyl mit dem roten Label. Ja, wirklich tolle Musik. Ja, das nächste Album, was ich da mitgenommen habe, ist hier von Roxy Music. Stranded heißt das Album. Und ja, bei Roxy Music hatte meine Frau ein bisschen geguckt, weil sie hat natürlich gleich an Brian Ferry gedacht, an die 80er und 90er Jahre. Diese schmalzige Musik von dem Sänger, der ja sich auch dann später selbstständig oder allein Soloplatten aufgenommen hat. Aber das Album hier ist ja von 1971 gegründet, das nochmal kurz im Vorwege. Und das Album ist hier von, das ist das dritte Album, ist von 1973. Und ja, ich sag mal so, die Musik der Band in der Anfangszeit, das war so mit Art Rock. Also zählte zum Art Rock, und die haben so ein bisschen so eine Stilrichtung entwickelt, die sich so New Romantic nannte und später dann als New Wave in den Medien bekannt wurde. Also, und wie gesagt, bekannteste Mitglieder von Roxy Music waren ja aus der Anfangszeit Brian Ferry sowieso, aber Brian Eno war ja auch bei Roxy Music. Also Brian Ferry hat dort Klavier gespielt und gesungen, und der Eno, der war halt an den Synthesizern, hat aber dann, es gab den Streit, die beiden konnten sich natürlich nicht so gut mehr leiden irgendwann, und dann hat Brian Eno die Band verlassen und ersetzt wurde er dann von Eddie Jobson, und der kam von Curved Air, spielte Keyboards und Violine,
Und ich kenne Eddie Jobson von Jethro Tull und zwar von dem Album A. Und natürlich habe ich auch noch zwei Soloalben. Also der Eddie Jobson, der hat auch mit vielen anderen bekannten Größen gespielt. Also der ist ziemlich bekannt. Ja, und die Musik, die auf diesem Album hier ist, das ist so eine Mischung, würde ich mal fast schon sagen, zwischen Art, Glam und Prog-Rock. Also wie gesagt, nicht das typische 90er-Jahre-Gedudel, so von was man so von Roxy-Musik dann kennt, durch den überwiegend, ja, als Brian Ferry so diesen, ja, dieses Schmuse und Schmalzige über eben der Gesang, der es so überspielt alles hat. Also das ist hier eben noch ganz andere, eine ganz andere Musikrichtung und ja, unterscheidet sich halt von der Musik. Und hier kann man nochmal sehen, es kommt als Gatefold, die Bandmitglieder nochmal so. Und dann natürlich dieses Cover mit meinen Notizen und mit der Frau da drauf, die da im, ja, auf dem Boden liegt, irgendwo im Wald. Ja, aber nichtsdestotrotz, trotzdem schönes Album. Ja, kommt hier auf schwarzen Vinyl, auf Island Records, also nichts Spektakuläres. Also, ach so, ich habe jetzt vergessen, wie teuer die Platte war. Diese kostet, dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Und für die Savoy Brown habe ich 20 Euro bezahlt. Dazu muss ich sagen, die Preise sind soweit in dem Geschäft gerechtfertigt und von der Qualität her auch tadellose Platten. Also Vinyl ist tadellos. Die Hüllen sind teilweise altersentsprechend, aber trotzdem, Entschuldigung, im guten Zustand. Ja, das dritte Album, was ich dort gefunden habe, ist jetzt, geht in eine andere Richtung der Musik. Wir sind jetzt bei Muddy Waters und zwar I'm Ready heißt das Album. Ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Album mit seinem Riesenkopf da vorne drauf. Und Muddy Waters ist ja eigentlich bekannt, ist ein US-Blues-Musiker. Und laut Rolling Stone Magazin, es gibt ja immer diese Rankinglisten, ist er die Nummer 17 von 100 der größten Künstler aller Zeiten. Sei dahingestellt, nach welchen Kriterien diese Zeitung immer diese Rankings machen. Es sind ja immer bestimmte Redakteure oder wie auch immer, oder Einsendungen, die solche Rankings entscheiden. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, denke ich immer. Der gute Muddy, der ist geboren 1913 und 1983 leider schon verstorben. Also war eigentlich einer von diesen Musikern, die früh schon Musik gemacht haben. Und ja, das ist hier das zweite Album von Johnny Winters. Johnny Winter ist das produziert für das Label Blue Sky Records. Das ist 1978 erschienen. 2004 gab es bei Epic Records nochmal eine Neuauflage, da sind noch drei zusätzliche Songs mehr drauf und hier sind natürlich Klassiker drauf wie Good Morning Little Schoolgirl und Screaming and Crying, Rock Me, Hotchi Kotchi Man und also die ganzen bekannten Stücke eigentlich von ihm, was ja zum Teil Coverversionen sind von Willie Dixon, Jimmy Rogers und Sonny Boy Williams. Außerdem sind hier drei eigene Titel von ihm drauf, also ist in meinen Augen ein hervorragendes Blues-Album. Wie gesagt, einfach mal reinhören und dann selber entscheiden. Und der hat was gekostet? Ach so, dann komme ich jetzt zu. Okay. Hier kommt jetzt die Platte, also das Vinyl. Hier in so einer bedruckten schönen Innenhülle mit den ganzen bekannten Größen damals so aus dem Blues. Johnny Winters natürlich in der Mitte. Der weißblonde Albino nicht zu unterscheiden von den dunklen Herren da alles auf dem Bild. Ja, das Album hat 10 Euro gekostet. Für den Zustand völlig akzeptabel. Platte ist tadellos in Ordnung. Also super Scheibe allein schon von der Musik her. Nächste Album, was ich gefunden habe, habe ich auch länger gesucht, habe ich schon in einer anderen Version. Und zwar ist das von Procol Harum, A Salty Dog. Die Platte habe ich nochmals als Compilation, da heißt sie auch A Salty Dog, aber da ist die Auswahl der Titel ein bisschen anders. Das ist jetzt hier die Originale. Und zwar ist das dritte Album von 1969. Ja, Procol Harum, eine typische Prog-Rock-Band.
Ja, und hier die Musik auf dem Album, das ist so ein Mix aus Blues bis Pop-Songs, könnte man fast sagen. Und bei dem ersten, bei dem Titeltrack hier, sage ich mal, von der Platte A Soldy Dog, wird zum ersten Mal ein Orchester, also kommt zum ersten Mal ein Orchester in Einsatz bei der Band. Und ja, ist eigentlich sehr schöne Musik. Gefällt mir gut hier mit Piano und Harmonika. Und ja, muss man eigentlich mal anhören, ob einem das gefällt. Ist nicht mehr so düster der Sound, so muffig wie bei den Anfangalben von Procol Harum. Also das ist hier schon luftiger und heller, würde ich jetzt mal bezeichnen. Ja, dann gab es natürlich wieder Robin Trower, gehört ja zu dem Zeitpunkt noch zum Stammpersonal von Procol Harum, war ja der Gitarrist, der Leadgitarrist, hat auch einige andere Gitarren da immer gespielt, aber der wollte dann irgendwann in einer anderen Richtung gehen und hat sich denn anderweitig orientiert, beziehungsweise ist dann auf Solofaden gewandert und hat die Band dann verlassen. Ja, das da zu Soldy Dog. Die Platte selber kommt hier wieder auf unspektakulären schwarzen Vinyl bei Cube Records, heißt das Label. Und die Platte war 11 Euro. Wie gesagt, auch in tadellosem Zustand. Das nächste Album, was ich dort noch gefunden habe, sind die The Electric Prunes. Und das Album heißt Underground. Und ja, das ist ein typisches Psychedelic-Album, wie es im Buche steht. Also die Musikrichtung. Und das hier ist so ein Mix aus Acid und Garage-Rock. Wird es bezeichnet, und Psychedelic-Rock natürlich, also hat schon seine Eigenarten. Die Band hat von der Art Musik zwei Alben gemacht. Die haben sich 1966, traten die erstmalig in Erscheinung, und wie gesagt, das ist hier so ein Mix aus experimentellen Psychedelic-Rock, also das ist ziemlich, ja, speziell, würde ich mal sagen, und hat aber international so für aufmerksam gesorgt, die Band, als sie diese beiden Alben, das erste, ihr Erstlingswerk, und das zweite rausgebracht haben. Ja, wie gesagt, das ist hier von 1967, ist das zweite Album, und die Band hat sich 1968 wieder aufgelöst, da man in irgendwelche religiösen, ja, keine Ahnung, Schienen reinfuhr und das natürlich nicht so gut ankam. Die haben sich dann 2000 wieder neu formiert, möchte ich mal sagen. Und 2001 gab es dann sogar noch neue Aufnahmen und Konzerte von der Band. Da habe ich jetzt aber nichts von. Ich habe nur diese alten Aufnahmen, die mich eigentlich auch nur interessieren. Und Anspieltipps sind von diesem Album Dr. Do Good, heißt das eine Lied, und das andere heißt The Great Banana Hoax. Also wie gesagt, da muss man da mal speziell reinhören, ob einen die Musik mag. Das ist hier jetzt aber eine Neupressung. Ich weiß aber nicht, von wann die ist. Das ist nirgendwo rausfindbar jetzt. Aber ist so aufgemacht wie das ursprüngliche Album. Also ist aber, mir gefällt die Musik sehr gut. Die ist nicht zu abgefahren, sage ich jetzt mal, vom Sound her, sondern doch sehr stimmig und sehr melodiös. Ja, das zu The Electric Prunes. So, das Album selber ist in tadellosem Zustand, das nochmal wohl gemerkt. Und kommt hier auf Reprise Records, schönes Label, schwarz, und war 18 Euro vom Preis her. So, das nächste Album, was ich habe, sind die Flaming Groovies. Witziges Album. Hier so dieses Comic-Style. Ja, und das Album heißt Super SNES.
Und so wie das Album von der Aufmachung ist, so ist auch die Musik. Das ist eine US-Band, die hat in sich in San Francisco 1965 gefunden. Und zwar haben wir hier so einen Mix aus Rock'n'Roll, Power-Pop und Garage-Rock. Also ist wirklich speziell, möchte ich fast sagen. Hört sich nicht schlecht an, also, aber ist halt spezielle Musik. Das ist hier das Debütalbum von 1969. Und das ist so ein Mix aus Boogie, langsamen Balladen und 50er-Jahres-Sound. Und der Nachteil, ich sag's mal so, als Nachteil der Band war, die sind so ein bisschen den Erfolg hinterhergelaufen, weil die Musik, die sie immer gerade zu dem Zeitpunkt rausbrachten, es gibt noch ein paar mehr Alben von der Band, ich habe bisher nur dieses, die hinkten immer hinterher. Die kam mit Musik raus, die dann nicht mehr aktuell war, und das hat natürlich an dem großen Erfolg kam dann leider nicht, da die Band dann kommerziell gesehen nicht so an Platten, also nicht so die Platten verkauft hat, weil einfach, man in dem Moment, wo die Musik rauskam, hatte, gab es schon wieder was anderes, was denn auf dem Zenit stand, also war man da nicht so erfolgreich. Und ich mag das Album, ich fand schon das Cover ganz witzig, und vom Preis her war das, glaube ich, 16 Euro. Ja, war 16 Euro, ist hier auf Epic, schwarzes Vinyl, ganz normal, ja. Aber wie gesagt, bei so einer Platte, da sollte man mal reinhören, ob einem das gefällt oder nicht. Mir gefällt das. Ja, dann das nächste Album, was ich auch schon lange gesucht habe, im guten Zustand, sag ich mal, weil es immer schwer zu bekommen. Jetzt preislich, oder entweder hapert es am Preis oder am Zustand des Covers oder der Platte, oder man bekommt es nicht als Gatefold. Und ich wollte es unbedingt als Gatefold haben. Und zwar geht es hier um das Golden Earring Album Montan. Und zwar ist das das neunte Album von 1973. Und ja, zu Golden Earrings brauche ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Die haben sich ja 1961 gegründet in den Niederlanden und haben sich aufgelöst 2021 und gehören ja damit auch zu den dienstältesten Rock-Pop-Bands der Welt, muss man so sagen. Und die Musik, die die machen, das ist so ein Mix aus Hardrock und Pop-Rock, Entschuldigung. Und ja, das zu bekannt ist ja dieses Album sowieso durch den Hit Radar Love. Das ist ja das bekannteste Lied eigentlich von Golden Earrings. Vielleicht noch Twilight Zone ist noch sehr bekannt, aber das ist ja dann später rausgekommen. Und ja, was gibt es sonst noch zu den Golden Earrings zu sagen? Die wurden in den Niederlanden zur neuntbesten Pop, das Album hier wurde zum neuntbesten Pop-Album in den Niederlanden gewählt, auch wieder durch irgendeine Zeitung. Wie sich das immer ergibt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das so gelesen. Und das ist das erfolgreichste Album der Band, allein durch den Hit Radar Love. Und was noch als Anspieltipp ist, das ist hier Candy's Going Bad heißt das Lied, und das ist auch ganz toll, aber wie gesagt, Radar Love ist halt das bekannteste Lied. Und ja, wie gesagt, ich wollte diese Platte unbedingt immer mal haben, habe die auf CD mit dem amerikanischen Cover, wo nur ein Gesicht von einer Frau zu sehen ist, wo ein goldener Ohrring, sage ich mal jetzt so, ist zwar ein Schwarz-Weiß-Bild, aber da hängt so ein Ohrring im Bild, da die Amerikaner ja immer so ein bisschen prüde sind, was so nackte Frauen auf den Covern betrifft. Ja, und jetzt habe ich das Album in meiner Sammlung und bin eigentlich sehr glücklich darüber. Das Album, kommen wir dann zur Platte, hat mir 14 Euro gekostet. Das finde ich ist ein super Preis für Zustand der Platte. Allein schon, weil es ein Gatefold ist. Das gefällt mir sehr gut. Kommt hier auf Polydor. Ja. Ganz normales schwarzes Vinyl, also wie gesagt, Top-Zustand.
Hast du noch mehr? Ja. Ja, wir hatten leider hier ein kleines technisches Problem. Eine kleine Überhitzung von der Kamera. Keine Ahnung warum. Und mussten kurz aufhören und sind jetzt wieder da. Ja, und das nächste Album, was ich dort gefunden habe, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und zwar ist das auch eine meiner San Francisco späte 60er Jahre Lieblingsband. Und zwar ist das Quecksilber Messenger Service hier mit der Live, mit dem Live-Album von 1983 ist die Live-Version. Da ist, sind ja, Konzertausschnitte oder Live-Material drauf von 1968. Natürlich die bekanntesten Stücke sind da mit drauf, wie Gold and Silver in einer sehr, sehr schönen, ja, Live-Version. Wer das Lied kennt, der weiß, wovon ich rede. Und dann natürlich auch Who Do You Love und Mona, auch sehr bekannte Stücke der Band. Aber auch drei Coverversionen, und zwar Backdoor Man, Codeine und Smokestack Lightning. Obwohl, und die drei Lieder gefallen mir nicht so. Das ist nicht unbedingt so eine Stärke von der Band. Das merkt man auch, wenn man das Album durchhört. Kommt hier als Gatefold, als Doppelalbum. Und hier in der Mitte kann man so ein bisschen über die Zeit dort, also über die Band selber und die Zeit in San Francisco Ende der 60er Jahre nachlesen. Und was ich hier so gelesen habe, heißt, steht hier so drin, dass die Band neben Grateful Dead und Jefferson Airplane die erste Geige dort spielte, und was ich auch befürworten kann oder was ich auch finde. Also wirklich tatsächlich sehr gutes Live-Album. Und ich bin ja immer auf der Suche nach den Live-Alben von Quecksilber Messenger Service, die man leider nicht so einfach bekommen kann. Kann man bekommen, aber zu Preisen, die dann doch schon ins, ja, in unerreichbare Höhen geht oder einfach dann zu teuer sind. Ja, das Album, das Vinyl selber, erstmal die Platte hat 25 € gekostet, was ich fand für den Zustand des Covers und des Vinyls angebracht. So schmerzgrenzentechnisch ist das denn der Preis, den ich denn immer ausgebe für solche Platten. Kommt hier auf dem Psycho Label oder ist bei Psycho Records rausgekommen. Ja, Psycho Records, wie gesagt, von 1983. Klasse Musik. Alben im Tal, also das Vinyl in tadellosem Zustand und das Cover selbst auch. Ja, jetzt kommen wir wieder zu einer anderen Musikrichtung, und zwar kommen wir jetzt zu Keith Richard, und zwar Talk is Cheap heißt das Album, und zwar das ist seine erste Soloplatte von 1988, und er hat sich eine Begleitband zusammengestellt, die hieß oder heißt The Expensive Venus, und hier haben wir so klassischen Rock mit Reggae-Einflüsse, das heißt Keith Richard ist ein großer Fan von Reggae-Musik, und das hat er dann auch in seinem ersten Album so ein bisschen einfließen lassen. Und ja, die Musik empfinde ich, das ist sehr groovig und stimmig, also hat er gut hingekriegt, das Album. Mir gefällt das sehr gut. Das ist ein sehr schöner filigraner Sound, ist gut aufgenommen. Davon mal ganz abgesehen, auch so von den Liedern her, von den Texten her, hört sich alles schön stimmig an, also gefällt mir sehr gut. Und der Richards kam auf die Idee, ein Soloalbum zu machen. In Mitte der 80er Jahre kriselte das so ein bisschen bei den Stones, weil Mick Jagger fing dann an, so seine eigenen Wege zu gehen, wollte Soloalben machen, und da hat dann der liebe Keith gesagt, und das, was Mick kann, kann ich auch. Und hat dann dieses Album rausgebracht, 1988. Ja, also wie gesagt, ganz, ganz tolles Album, gefällt mir sehr gut. Ich mag sowieso Keith Richard lieber von den Stones als Mick Jagger. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich mag auch lieber die Stones als die Beatles, aber das ist meine persönliche Meinung und meine Geschmackssache. Wie gesagt, das empfindet jeder anders. Der eine mag lieber die Beatles, ich mag lieber die Stones. Und ja, dieses Album hier mit den Texten und so ein bisschen was von Keith Richard. Die Platte kommt auf Virgin Records, also ganz normal.
und hat 5 Euro gekostet. Wie man in dem Video sehen kann, gibt es ja bei Black Plastic Records immer draußen so Wühlkisten. Da sind dann Platten drin für 1 Euro, 4 für 5 Euro, glaube ich. Und dann auch welche für 5 Euro und da war die bei und ja, habe ich nichts verkehrt gemacht. Die Platte, das Cover oder hier das Original Inner Sleeve ist zwar nicht mehr ganz in so einem tollen Zustand, etwas abgegriffen, aber das ist mir egal. Die Platte ist in tadellosem Zustand und das ist entscheidend. Nächstes Album, was ich habe, ist, da habe ich auch schon lange gesucht, ist das gleiche Problem, was ich schon mal angesprochen habe bei der Golden Earring Platte. Entweder schlechter Zustand der Platte oder des Covers oder der Preis ist übertrieben hoch. Und zwar geht es um den Soundtrack von Pink Floyd und zwar More heißt der. Ist ein Film, ich weiß jetzt nicht mal genau, wo es rum ist, in den Film geht. Und zwar kam das am 27. Juli 1969 raus. Ist ein typisches Psychedelic-Rock-Album, möchte ich fast sagen, um die Musik mal so ein bisschen in irgendeine Schublade zu stecken. Wurde in den Abbey Road Studios aufgenommen, möchte ich nochmal erwähnen. Also aufnahmetechnisch ist das tadellos, spielt sich sehr gut ab. Und ja, kam zwischen A Saucerful of Secret und Amalgama raus, 1969, und war dann das erste Album ohne Syd Barrett. Aber teilweise sind die Songs noch immer so, ja, Syd Barrett-lastig, würde ich jetzt fast mal sagen, obwohl es schon Musikstücke gibt hier, die jetzt zum ersten Mal so ein bisschen folkiger werden, und zwar ist das Green in the Color, heißt das Lied. Und man merkt schon langsam, dass so Pink Floyd sich etwas, ich sage etwas, zu dem Zeitpunkt in einer anderen Richtung versucht zu bewegen. Lag auch an EMI, die haben der Band dann so ein bisschen Freiraum gelassen, so nach dem Motto, macht mal was ihr wollt, Hauptsache es wird gut und verkauft sich. Und ja, und so, wenn man das Album dann komplett mal durchhört, merkt man, dass einige Songs einfach nur so als Hintergrund Musik oder als Untermalung im Film tatsächlich gemacht worden sind. Also da merkt man dann schon den Unterschied. Ich bin nur dagegen. Ach so. Aber der Film, da geht darum, ein junger Mann, der reist also in Urlaub und lernt ein Mädchen kennen und er so halt über Kopf in ihr verliebt, dass er doch tatsächlich noch zu ihr hinziehen will auf Ibiza, aber sie nimmt ja Drogen und er lässt sich von ihr überreden, Heroin zu spitzen, aber das ist ja nicht gewachsen. Darum handelt sich dieses Film. Aha, also passt ja die Musik hervorragend zu dem Film, weil es geht mal wieder um Drogen und dafür ist die Musik ja in Anführungsstriche dann prädestiniert. Ja, das zu. Und danke an meine Frau für die Erläuterung zu dem Film. Jetzt bin ich auch informiert und wie gesagt, Pink Floyd, der Soundtrack More. Das Vinyl selber kommt hier auf Columbia. Ich finde das Label ganz toll. Dieses hellblaue sieht klasse aus, empfinde ich so. Und Platte ist in tadellosem Zustand und hat gekostet 16 Euro. Schnäppchen. Wie ich schon sagte, das alte Problem, die Platte gibt es entweder zu einem überteuerten Preis oder halt in schlechten Zustand. Und da war sie eigentlich in sehr gutem Zustand. So, die letzte Platte, die ich dort gefunden habe, ist von Mountain, heißt die Band. Und zwar ist das ein Live-Album und das heißt so, der Untertitel ist The Road Goes Ever On. Und mit dabei war hier, Futuring steht denn hier noch drauf, Leslie West und Felix Pappalardi. Keine Ahnung. Mal sehen, ob ich es richtig ausgesprochen habe hier. Ja, Pappalardi. Ja, und hervorzuheben auf diesem Album ist natürlich der Song Nantucket Slide Ride. Und der ist eine komplette LP-Seite mit 17 Minuten 38. Und wer da die Band kennt und das Lied kennt, weiß natürlich, wovon ich spreche. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer auf diesem Album. Und ja, Mountain ist 1969 von Leslie West in New York gegründet. Das ist wie gesagt hier das zweite Live-Album, kam am 24. April 1972 raus. Und die
4 Songs, die auf diesem Album zu hören sind. Die sind von 3 verschiedenen Konzerten, wurde das aufgenommen, und zwar im August 69, Dezember 71 und Januar 72. Und die Musik, das ist so ein Mix aus Hardrock und Bluesrock, also total, ich sag's mal, ganz geiles Album in meinen Augen. Also mir gefällt das sehr gut, eins der besten, die ich dort gefunden habe. Und der Zustand der Platte natürlich vom Cover her tadellos, also da ist nichts dran. Bis auf ganz, ganz geringe, ja, Abschürfung kann man gar nicht sagen. Und da es dieses dicke amerikanische Pappe ist, bin ich sehr begeistert. Kein Ringwehr, nix. Also das ist wirklich top erhalten. Das Vinyl natürlich auch. Kommt hier auf Windfall Records. Oder Windfall Music steht hier drauf. Windfall Records. Ja, Windfall Records. Und hat mich gekostet, da war ich sehr überrascht, 14 Euro. Ja, manchmal sind die Preise doch unterschiedlich, wo man denkt, wo man eigentlich vermutet, das ist teurer als das, aber wie gesagt. Ja, das zu den neuen Platten, die ich habe. Jetzt nochmal ein kleines Fazit zu das Geschäft. Und zwar erstmal nochmal herzlichen Dank an Guido für seine nette Mithilfe oder Mitarbeit bei unserem kleinen Video oder Interview. Ja, zu den Platten möchte ich jetzt sagen, die Platten sind tadellos, also ich bin begeistert. Die waren zwar nicht günstig oder nicht billig, billig, sage ich jetzt mal so. Ich fand sie der entsprechend zu dem, was ich gefunden habe und wie ich das empfinde. Mir waren die Preise recht. Für die Qualität, ne? Für die Qualität der Platten sowieso. Also da gibt es absolut nichts zu mosern. Und ja, es gab noch einen schönen Preisnachlass, habe ich noch bekommen. Darüber bin ich auch froh. Also was heißt froh, aber das fand ich schön. Und ja, zum Laden möchte ich sagen, erstmal top Geschäft in Bremen. Da ich schon andere in Bremen besucht habe, gefällt mir hier Black Plastic Records am besten. Und die Auswahl ist gut. Große Indie- und Alternative-Abteilung, Punk-Abteilung, also so wie mir Guido erzählt hat, das liegt denen sehr am Herzen, diese Genre. Und da tun die auch viel, um das immer auf dem Laufenden zu halten oder zu vervollständigen, finde ich gut. Auch Rock, Jazz ist tadellos. Also ich habe sehr gut da Platten gefunden und kann nur sagen, jeden, der nach Bremen fährt und nach Schallplatten sucht, der sollte dort mal vorbeischauen. Der wird nicht enttäuscht sein. Ja, das zu dem Video für heute, zu den neuen Platten und dem Interview. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank und hoffe, euch hat das Video gefallen. Natürlich könnt ihr kommentieren, wie immer. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen oder sogar den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Und ja, das war's von mir von heute und ich sag tschüss. Und von mir auch. Tschüss.